Der Langstreckenläufer und Extremsportler Emin da Silva feierte vor kurzem seinen 50. Geburtstag und ist fit wie eh und je. Und ich bin mit ihm gleich verabredet. Hallo Emin. Hi. Hi. Ja. Grüß dich. Was hast du vor? Ja, ich wollte heute mal ein bisschen laufen, aufwärmen. Das Wetter ist noch trocken, passt so gerade. Perfekt, dann mach ich mit. Lass uns mal ein bisschen dehnen, bevor wir so richtig loslegen. Alles klar. Einfach die Waden ein bisschen stretchen. Genau. Emin, du bist nicht nur ein Top-Fitness-Trainer, sondern ein erfolgreicher Langstreckenläufer und Extremsportler. Was war dein extremster Lauf von der Dauer und von den äußeren Bedingungen? Ja, ich glaube, das war das Lauf meines Lebens, wie ich den nenne, 2800 Kilometer von Bremen bis an die türkische Grenze. Und das bezeichne ich als der härteste und Höhepunkt meines Lebens. Der hat alles erfordert, was ich da wirklich aus mir rausholen musste. Ja, das bleibt, denke ich, schon noch da an der oberen Kante. Du warst auch in Namibia und bist durch die Wüste gelaufen für einen guten Zweck. Für welchen guten Zweck war das? Genau, also mein Einstieg zu diesem extremen Bereich eigentlich hat so mit Namibia angefangen. Da bin ich zweimal durch die Wüste Namibias gelaufen, 108 Kilometer bei über 50 Grad. Dort habe ich ein Spendenprojekt organisiert und das für die Kinder, die AIDS-weise sind, ohne Eltern leben und zur Schule gehen. Und ich habe dafür Spendengelder gesammelt, ca. 5000 Euro für die Kinder dort. 2 Jahre lang wurde deren Schule ermöglicht, dass sie dann zur Schule gehen konnten. Ja. Gab es auch gefährliche Situationen? So eine Wüste ist ja nicht ohne. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viele Skorpione gesehen und auch wurde gesagt, dass Schlangen so in den Gebüschen so versteckt sind. Habe ich viel aufpassen müssen, auch die Wüstentiere, Antilopen und die sind dann auch an uns vorbeigegangen. Das war so richtig, richtig cool. Mhm. Das war es so berauschend, dieses Gefühl, bei der Wüste lang zu laufen und die Hitze, diese Landschaft, das war so phänomenal, großartig. Du läufst nicht nur flott vorwärts, sondern hast auch noch andere Laufvarianten, die du anbietest, ja. Zum Beispiel den Rückwärtslauf. Bei welchem Event bist du als Rückwärtsläufer gestartet? Also ich bin einmal 2013 in Bremen einen Marathon rückwärts gelaufen. Und das eigentliche große Projekt war das in New York. Ich bin dann 2019 den New York Marathon rückwärts gelaufen. Und das war so richtig das Highlight meines Lebens quasi in New York. Einer von 50.000 Menschen, die vorwärts gestartet sind und ich dann rückwärts gelaufen bin. Das kann ich sagen, von der Höhepunkt her, von Spannung her, von der Menge von Menschen her, war eigentlich das Brisanteste für meine Läuferkarriere. Und das war auch natürlich für einen guten Zweck gewesen. Dann habe ich den ASB Wünschewagen mit Spendengeldern unterstützt. Das, ja, wie gesagt, ich bezeichne mich auch als Laufkünstler, als Brückenbauer. Der Sport ist für mich ja nicht nur, wie du sagst, nur vorwärts zu laufen, nur schnell zu laufen, auf die Uhr zu schauen, sondern auch vom Gefühl her etwas zu vermitteln, zum Dialog zu kommen. Das ist, dadurch laufe ich mit verschiedenen Kreationen, verschiedenen Ideen bei vielen Laufevents. Ein großes Highlight war ja auch, als du mit verbundenen Augen gelaufen bist. Was war das wie ein Gefühl, ins Dunkle, ins Ungewisse reinzulaufen? Ja, das ist natürlich auch einer der Höhepunkte für mich als Botschafter des Sports, als dass man über seine Grenzen hinausgehen sollte. Ich habe diese Aktion auch für den Bremer Blinden- und Sehbehindertenverein gemacht. Auf Menschen, die sag ich mal, so darauf hinzuweisen, wie schwierig es ist, auch ohne Augenlicht zu haben. Und wenn du dann hast, dann nutze die auch, dann mach auch was daraus. Dieses mit gebundenen Augen zu laufen, für 2 Stunden habe ich das gehabt. Und stell mal dir vor, von heute auf morgen, lebenslang könnte es passieren, was machst du dann? Wie gehst du damit um? Ich habe dann mit den Menschen auch dort kommuniziert. Das war so richtig sehr emotional, sehr so, hat mich berührt, wie die deren Alltag so gestalten.
Das hat mich so sehr bewegt, diese 2 Stunden ohne zu sehen, auf die Anweisungen meines Laufpartners hin angewiesen zu sein. Das war schon sehr emotional, nachdem ich dann wieder nach 2 Stunden diesen Band abgenommen hatte. Es war so wirklich Wahnsinn, was ein Gefühl das war. So. Warst du der einzigste, oder bist du der einzigste Langstreckenläufer, der die unterschiedlichen Laufvariationen anbietet bzw. damit an den Start geht? Also, sag ich mal, weltweit gibt es sicherlich genug Menschen, die irgendwie auch jeder erkennt etwas an sich, eine Botschaft zu vermitteln. Mal für sich, mal für die Gesellschaft, mal irgendwie für die Hilfebedürftige. In Bremen denke ich so, man kennt mich ein bisschen durch meine verschiedenen Variationen von Laufarten und so versuche auch die Menschen andersweitig zu motivieren und glaube ich, ist auch gelungen. Einige Menschen, die mittlerweile auch so ihre Freizeit oder ihre Laufaktionen für den guten Zweck widmen, Spendengelder sammeln, auf andere Sachen hinzuweisen, finde ich cool, aber es ist so mein Eigenschaft, meine Person, meine Gedanke, diese verschiedenen Laufaktionen anzubieten, ist so, liegt in meiner Natur, bunt zu sein, so etwas kreativ zu sein bei dem Sport. Mal ein bisschen laufen nach dem Dehnen, ja? Alles klar. Eben, in welchem Alter hast du gemerkt, dass du ein außergewöhnliches Talent hast? Also, ganz ehrlich, mit 6 Jahren, mit 5 Jahren habe ich gemerkt, dass ich eher der Fußballer bin. Ich habe jahrelang Fußball gespielt, mit dem Fußball angefangen. Das Laufen für mich so war, so als ich 16, 17 Jahre alt war, plötzlich habe ich bei einer kleinen Stadtmeisterschaft teilgenommen in der Türkei. Und da habe ich den 3. Platz gewonnen, meine erste Medaille gewonnen und von dort an begann mein Gefühl, Olympiameister zu werden. Eines Tages bei der Olympiade teilzunehmen. Und so hat angefangen, so 1988 war der Einstieg zum Laufen. Vom Flüchtling zum Laufkünstler. Magst du da kurz was drüber sagen? Ja, also das ist in der Tat so. Ich war ja lange in einem Flüchtlingsheim gewesen, über 10 Jahre. Und der Sport war, beziehungsweise das Laufen, auch Fußball, waren so meine Rettungsanker. Ich habe mit dem Laufen und dem Fußball sehr intensiv in diesen Jahren, um nicht einzugehen, nicht irgendwie den Geist aufzugeben, mich mit dem Sport beschäftigt gehabt. Und dadurch irgendwie da bin ich rausgekommen nach 10 Jahren und wurde ich anerkannt. Habe ich dann letztendlich im Nachhinein gemerkt, dass das mein Ding ist, dass ich den Sport jetzt ganz universell nutzen möchte. Ich möchte auch den anderen Menschen ein Vorbild sein, zeigen, was es möglich ist, was in schwierigsten Situationen, was man erreichen kann. Und so denke ich, kann man sagen, vom Flüchtling zum Laufkünstler, zum Botschafter, das ist in der Tat, dass es so ist, freue ich mich auch, dass ich den Durchbruch geschafft habe mit dem Sport. Du wurdest auch schon mal vom Bundespräsidenten eingeladen. War das ein absoluter Höhepunkt? Absolut. Das ist ja wirklich einer der Höhepunkte meines Lebens. Wenn ich denke, wo ich gestanden habe, wo ich herkomme, was ich alles erlebt habe und gemerkt habe, wie großartig es ist, auch die Leistung eines Flüchtlings auch gesehen wird, anerkannt wird. Und diese Anerkennung, diese Einladung hat mich sehr, sehr berührt. Ich war wirklich fassungslos, so sprachlos kann man sagen. Als ich diese Einladung bekam, in meinem Briefkasten sah, war so emotional und hatte ich fast Tränen gehabt. Ja, das war ein ganz persönlicher Höhepunkt. Natürlich bin ich dann zu dem Bundespräsidenten auch laufend gegangen. Von Bremen nach Berlin bin ich gelaufen, um die Einladung entgegenzunehmen. Du bist auch mal in einem Salsa-Schritt gelaufen. Das habe ich noch nirgends gesehen, außer bei dir. Kannst du das mal irgendwie vorführen? Ja. Also das war so.
In Wien bin ich den Halbmarathon in Salsa-Schritt gelaufen. Genau. So. Emil, ich habe auch mal gehört, dass du auf einem Bein gelaufen bist. Wie war das? Das war vom Tagesaktion her der härteste Moment für mich, den Marathon in Wien 2021, also bin ich gelaufen auf einem Bein. Und ich habe wirklich die maximale Grenzerfahrung kennengelernt. Das war auch, das Wetter war sehr heiß und natürlich die Belastung enorm für die Gelenke. Das war sehr, 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 sehr belastend, aber ich habe zum Glück durch meinen Willen, durch so die ganze Erfahrungen bis zum Ziel tragen können in 6 Stunden 18 Minuten. Wahnsinn. Als ich über der Ziellinie war, dann halbe Stunde lag ich erstmal auf dem Boden. Da muss ich wirklich mich regenerieren. Tag danach konnte ich gar nicht mehr laufen und hatte ich so richtig starke Hüftenschmerzen gehabt, so war brutal. Aber ich war stolz danach, dass ich geschafft habe. Ja, das war schon eine Grenzerfahrung, hoch 3. Und was hast du hier 2023 geplant? Das ist ja auch immer das, was ich am meisten gefragt werde. Jedes Jahr, nachdem ich eine Aktion beende, immer gefragt wird, was dann demnächst dran. Was ist noch eine Idee? Was kommt noch? Ja, sicherlich. Ich bin auch vor kurzem 50 Jahre alt geworden, vor 5 Tagen. Und habe ich auch gesagt, zu jedes Jahr meines Lebens wird eine Aktion geben. Auch wird 2023 auch eine Aktion geben. Der ist allerdings noch geheim in meiner Planung. Mal sehen. In 3 Monaten, denke ich, wird was Neues geben von mir. Dann alles Gute und Dankeschön. Danke.